In die Höhle der Löwen. Also, ab mit euch. Los geht's. I'm on a highway to hell. Ich glaube, ich habe sowas Peinliches noch nie in meinem Leben gesehen. Dazu nimmt Dani noch sein tägliches Corona-Gedicht auf. Langsam aber sicher hat auch er die Nase voll von diesem Virus. Schon Corona, könntest du doch jetzt in Rente gehen. Geh weg, weit fort. Ob jetzt das einen Sinn macht oder nicht, müssen vielleicht andere entscheiden. Da haben diese zwei SRF-Jungs schon ein überzeugenderes Show-Konzept. Das Konzept ist, dass wir am Morgen schon sind. Wir wollen, das Konzept unserer Show ist, dass wir möglichst aktuelle Sachen, die aber die Jugend betreffen. Was ist los? Zwei am Morgen behandelt alle Themen, die die Jungen interessieren. Genau, und die Jungen sind heiß auf Dating. Und bin ja kein Macho oder Sunny Boy. Also, das suchen ja meistens die Frauen von heute. Hallo. Hallo, ich begrüße Sie. Ja. Grüße Sie auch. Servus, grüße Gott. Wie geht's, wie steht's? Bist du Komiker? Oh! So wie du hier begrüßt. Alles Gute zum Geburtstag, Dana. Danke, bitte. Aber wie wär's mal mit einem coolen Livestream? Die knapp 50 Säue auf dem Adelbachhof im Toggenburg geniessen ihre Auslaufrichtung. Dass man das jetzt per Livestream mitverfolgen kann, begeistert auch viele Tierfreunde. Ich weiß es nicht, also ja. Wegen mir sollte sie es nicht brauchen. Den Unterhaltungslevel von Telebasel toppt aber keiner. Sie ist auf der ATP-Liste. Ja. Haben wir gemeint, das heisst die alten Tennisprofis? Nein, das heisst nicht die alten. Die alten Tennisprofis sind für jung. Genau. Ja, ja. Bitte! Versuchen Sie nie wieder Witze zu reißen. Ich mag eigentlich eher blonde Damen, sag ich mal. Also dünne, durchtrainierte junge Damen. Ich habe eigentlich aber nur in meinem Leben bis jetzt brünette oder rothaarige Frauen gehabt. Ich würde sofort investieren. Wie tragen Sie Ihre Haare normalerweise, dass ich hier keine Fehler mache? Also, darf ich das sagen? Furz trocken, also wirklich extrem trocken. Jetzt schauen Sie mal, da sehe ich jetzt noch ein bisschen Produktrest, lässt sich nicht so leicht verteilen. Das heisst, dass es so trocken ist, dass schon brennende Zündhölzli oder Funken von einem Grillfeuer einen Waldbrand entfachen können. Zum Schluss nochmals zum Corona-Gedicht. Mach doch Ferien, am besten nicht mehr ganz weit weg. Ich komme dir sogar gerne helfen mit deinem Reisegepäck. Nach der Aufzeichnung ist dann aber Schluss für heute. Und die Mitarbeiter vom Telebasel machen sich auf den Heimweg. Also alles Gute!